Hallo Leute, damit auch willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Server aus kalte.de auf CityBuild 1. Und ja, ich dachte mir, ich zeige euch heute mal die interessantesten Bauten, die ich hier so gefunden habe. Ja, und nebenbei wollte ich nochmal so ein paar Themen ansprechen, wie Facecam oder auch ReLife, denn dort kamen ja auch wieder ein paar Fragen. Okay Leute, hier habe ich nämlich richtig geile Sachen gefunden, die ich gerne zeigen wollte. Jetzt schon hier bin ich gerade am Verhungern. Ne, weil viele von euch haben coole Sachen gebaut und ich dachte mir, die muss ich einfach mal vorstellen. Ich meine, das können teilweise schon so simple Bauten sein, wie das hier zum Beispiel vom lieben Fred, der sich hier wirklich sehr viel Mühe gegeben hat. Und wenn ihr auch ein cooles Gebäude habt und hier auf CityBuild 1 spielt, dann könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Dann würde ich das auf jeden Fall auch mir mal angucken, weil ich finde das immer sehr interessant. Ja, seht, ich kann euch dann auch mal nochmal mein Gebäude zeigen als Vergleich. Das sieht dann ungefähr so aus wie das hier. Also guckt euch mal das hier an, Leute, da ist wirklich gar nichts. Okay, das meint es doch noch besser. Ne, aber ihr seht schon, es gibt hier eine Menge an Gebäuden. Auch das hier finde ich zum Beispiel auch ganz cool, so eine alte Scheune. Da ist zwar noch nicht viel drin, aber der Anfang ist auf jeden Fall schon ganz cool. Ne? Auch wenn man hier reinguckt, so hier mit Rüstungsständen. Ne? Und dann hier geht es sogar in den Keller. Und das ist auch richtig geil, weil man in CityBuild so einen schönen Keller hat mit einer Farm. Kann man sich schon was zu essen farmen. Denn man braucht ja auch Essen hier, sonst verhungert man. Genau, hier haben wir alles mögliche, eigentlich sogar mit Kürbissen und mit Melonen. Alles, was das Herz begehrt. Genau, wenn wir uns nämlich jetzt in die Nähe des Spawns begeben, dieser hier, dann sehen wir, dass es hier sehr, sehr viele Gebäude gibt. Ja, unter anderem einmal dieses Spawn-Monument, was immer noch nicht ganz fertig ist. Eigentlich wollten wir da was richtig Cooles draus machen, nur leider sind wir bisher immer noch nicht fertig geworden. Also wenn ihr eine Idee habt oder gerne mitbauen wollt, dürft ihr das auch gerne tun. Wir können da wirklich jede helfende Hand gebrauchen. Hier seht ihr etwas sehr, sehr Gigantisches. Na, das könnt ihr auch hier sehen, um was es sich hier handelt. Dieses Grundstück könnte Werbung beinhalten. Wer es betritt, ist selber schuld. Genau, das ist hier von Blueface, der hier eigentlich ein, ja, Askalter, das war er mal. Jetzt ist er ein Fußabtreter. Leute, schaut euch das an. Ja, seht ihr einen sehr, sehr aggressiven Spieler mit einer, ja, mit einem sehr, sehr, wie soll ich das sagen? Das ist schon eine sehr, sehr gewagte Komposition hier. Je nachdem, wie man es auffasst, Leute. Also ich fände es natürlich kreativ, aber das schockiert mich ja ein wenig. Genau, hier haben wir zum Beispiel eine coole Fabrikhalle. Mit ein paar Köpfen hier, wo es auch ziemlich gut aussieht. Also ich finde das hier mit dem Schneeboden ziemlich gut gemacht. Das sieht ziemlich edel aus. Ne, das sieht halt ziemlich modern aus. Vor allem auch mit der Treppe hier, mit den Ambossen. Also es hat schon was, finde ich. Ne? Auch Quarz, sowieso ein modernes Element, was man in den Minecraft-Gebäuden in letzter Zeit häufig verwendet. Dann auch das Zusammenspiel mit Bricks. Ja, Askan, das ist ein schönes Gebäude. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, kann man auf jeden Fall noch viel dran ändern. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch, das hat er noch gar nicht so lange hier. Da wird wahrscheinlich auch noch viel passieren, nehme ich mal an. Aber schauen wir erstmal weiter. Es gibt hier wirklich sehr vieles. Guck mal, auch hier, das könnte sogar eine Lobby sein. So sieht das aus. Also in diesem Stil ist das gebaut. Also einige geben sich da wirklich, oder haben auch Talente für bestimmte Partien des Gebäudes, ne? Einige sind da eher gut oder kreativ, wenn es heißt, Dächer zu bauen. Einigen fällt es dort leicht, Böden zu bauen. Die anderen bauen lieber Wände. Die anderen bauen lieber gar nicht, weil sie nicht bauen können. Dazu gehöre ich übrigens auch. Aber es gibt auch Leute, die können tatsächlich viele coole technische Sachen bauen. Beziehungsweise die haben da echt teilweise Erfindungen, die richtig geil sind. Und da möchte ich mich jetzt auch wieder auf einen anderen Server bewegen. Ne, auf dem noch ein paar coole Sachen gebaut worden sind. Denn ihr wisst ja, ich habe ja vor langer Zeit, was heißt vor langer Zeit? Ich habe ja vor einigen Wochen einen Wettbewerb angekündigt, ne? Für das Wissenschaftsjahr 2017. In diesem Sinne haben auch viele meiner Zuschauer schon Gebäude gebaut. Und diese wollen wir uns gleich mal angucken, denn da sind echt teilweise richtig geile Sachen rausbekommen, ne? Ich habe mir zwar noch nicht alle angeguckt, aber das werden wir dann gemeinsam tun. Ein paar habe ich mir schon angeguckt und dachte, wow, das muss ich euch unbedingt zeigen. Also, bis gleich. So Leute, und da sind wir auch schon wieder auf dem Server, den werde ich euch nochmal in der Beschreibung verlinken. Wie gesagt, ihr könnt natürlich auch auf meinem Server hier diese schönen Gebäude bauen. Allerdings sind die Plots hier deutlich größer, das heißt, ihr könnt hier wirklich, kann ich das ja mal schauen, das ist ein Plot hier, das ist das erste. Ich glaube, die sind, war das 250 mal 250, ich glaube, in diesem Dreh sind die Plots, also ihr könnt hier wirklich Monumente bauen, die wirklich Jahrtausende überdauern sollen. Aber okay, ihr könnt hier dieses zum Beispiel sehen, das ist so das erste heftige Gebäude, was ich hier gefunden habe. Und es sieht einfach an sich schon mega krass aus, ne? Wenn man sich das Ganze mal anguckt, dass sich jemand mega viel Mühe gegeben. Ich glaube auch, dass hier sehr stark natürlich mit World Edit gearbeitet worden, dass es natürlich dann alles rotiert, dass jemand dann einfach rotiert hat und dann die einzelnen Partien verändert hat. Also an sich
gar nicht so aufwendig, wenn man das mal so betrachtet. Aber trotzdem, ich finde die Idee einfach mega cool. Und das natürlich, also ihr wisst ja, das Wissenschaftsjahr 2017 soll ja quasi den Anreiz schaffen, dass sich Jugendliche, ne, vor allem Jugendliche, natürlich auch Erwachsene, die wollen wir hier nicht ausgrenzen. Ne, aber es gilt ja hauptsächlich, dass sich junge Leute mit aktuellen Fragen aus der Meeresforschung auseinandersetzen. Und da finde ich eigentlich das hier zum Beispiel auch ganz cool. Ne, aber ich vermute mal, dass hier noch ein bisschen Wasser hinzukommt, das ist quasi so eine Art, ja, Stadt, oder kann man es da Stadt nennen, aber so eine quasi Art künstliche Insel sein soll, dass quasi das hier nachher noch mit Wasser gefüllt ist und dass man quasi dann hier wirklich eine Stadt oder, naja, man kann es nicht Stadt nennen, aber so eine Art Basis im Wasser sein soll. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, hier sind leider keine Beschilderungen, ne, aber ich hoffe mal, dass derjenige, der das hier gebaut hat, das in seinem zweimütigen Video dann auch nochmal erklären wird. Und wer sich jetzt nochmal fragt, Eskalte, was war das denn eigentlich nochmal mit dem Wissenschaftsjahr 2017? Der kann auch nochmal in der Beschreibung einen Link anklicken, wo das nochmal alles beschrieben wird. Ja, da könnt ihr nämlich immer noch mitmachen, das Ganze geht noch bis zum März. Ja, bis dahin müsst ihr dann euer Video eingesendet haben. Das muss 2 Minuten sein. Und dann habt ihr die Chance, hierbei zu gewinnen. Ja? Schaut einfach mal in der Beschreibung vorbei. Dann schauen wir uns aber erstmal, was es hier noch weiter gibt. Also wie gesagt, ich kann den Sinn noch gar nicht so richtig erkennen. Ich vermute mal wirklich, dass es so quasi eine Art, ich weiß nicht, ist das eine Art Fabrikhalle eher? Oder ist das, sollen hier wirklich wohnen? Genau, Stellplatzbeleuchtung haben wir hier. Ich weiß nicht, oder kann natürlich auch sein, dass es generell nur ein Hubschrauberlandeplatz ist. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es so eine Art Hafen ist. Quasi ein Hafen, der nicht am Meer ist, sondern quasi ein Hafen, der mitten im Meer ist. Ne? Könnte ich mir auch gut vorstellen, jedenfalls wegen diesen Containerkrähen. Ja, aber ihr seht schon, hier wurde auch sehr viel mit Redstone gearbeitet. Also besonders die Lichttechnik, da hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben. Ich finde es immer richtig toll, wenn sich Leute für sowas so stark begeistern können. Also der, der es hier gebaut hat, ne, der kannst du auch mal in die Kommentare schreiben. Falls du es gerade siehst hier, hast du gut gemacht. Ne, können wir uns aber auch mal weiter angucken, was es hier gibt. Es gibt nämlich sehr, sehr viel hier auf dem Server. Genau, ihr seht hier wirklich ein großes Grundstück mit vielen Ideen. Hier habe ich mich gerade gefragt, was das sein könnte. Ich vermute mal, dass es einfach ein Deich ist, wie man den quasi auch schon in Norddeutschland finden kann. Einfach damit das nette Festland und die dort umliegenden Orte nicht einfach überschwemmt werden. Und was findet man auf Deichen immer? Genau, liebe kleine Schafe, die manchmal umkippen und dann Hilfe brauchen, weil sie sie nicht von alleine wieder aufstehen können. Aber nun cool, Leute, ihr könnt ja auch wirklich sehen, der hat auch wirklich alles beschildert, das finde ich sehr gut. Hier hat er zum Beispiel eine Flutrinne gebaut. Fängt über schwappendes Wasser ab und leitet es zu einer Pumpe, die es wieder ins Meer befördert. Genau, da habe ich schon mal eine Idee, ne, wie man das theoretisch machen könnte. Ne, mit der Umsetzung muss man sich dann fragen, wie das dann nachher möglich ist. Hier haben wir eine Schleuse, größer dimensioniert, dickere Wand, Wände plus Tore. Ja, ihr seht schon, hier sind wirklich teilweise sehr kreative Köpfe dabei, die sich auch wirklich, ja, sich mit ihrer Umwelt auseinandersetzen. Und das finde ich einfach richtig gut, Leute. Ja, weil das ist einfach ein wichtiges Thema. Es ist sehr aktuell und das sollte man sich wirklich vor Augen führen. Deswegen setze ich mich da auch gerade ein in diesem Video, einfach für diese Sache. Das ist wirklich eine sehr gute Sache, Leute. Und da möchte ich wirklich meine Reichweite nutzen, um euch das Ganze auch näher zu bringen. Das Meer, denn ich meine, wir kommen alle aus dem Meer, im Grunde. Und wenn es das Meer nicht mehr gibt, dann gibt es uns nicht mehr. Ist ein altes Sprichwort, aber es war. Große Version an Stellen mit sehr großen, breiten Fronten. Das ist ja interessant. Ich denke mal, genau, hier haben wir nämlich variable Nutzung. Moment. Wellenbrecher an der Küste. Hier mit Lifeguard-Sitz. Lifeguard-Sitz sogar. Gebaut aus Stahlbeton. Gut verankert, hält Stand. Stahlbeton hält Stand. Gut, was haben wir hier? Variable Nutzung, Saufsätze möglich. Werden bei Tsunamis abgeschwemmt. Sind deshalb ja aus billigem Holz gebaut. Na gut, Leute. Ne, Tsunamis haben wir hier in Deutschland zum Glück nicht. Das sieht in anderen Ländern ganz anders aus. Also zum Beispiel in Japan ist das, ich meine, Tsunami kommt ja auch aus dem Japanischen. Das heißt Hafenwelle, grob übersetzt. Und, ja, ne, die gibt es hier zum Glück natürlich in Deutschland nicht. Aber trotzdem, ich meine, wir haben hier unseren Klimawandel. Wer weiß, ob das nicht bald auch hier nach Deutschland kommt. Ich weiß es nicht, Leute. Man weiß es nicht. Aber vermutlich natürlich nicht. Aber trotzdem, man soll natürlich dann auch Maßnahmen entwickeln für, ja, vielleicht auch für Länder, die gerade damit zu kämpfen haben. Hier haben wir zum Beispiel, was ich auch witzig finde, eine Boje, damit auch jeder weiß, dass man hier nicht fahren darf, damit hier nicht so ein Schiff reinfährt, ne, und dann untergeht, so wie Titanic. Auch gut, was haben wir hier noch? Ein Wellenbrecher. Wird bei starken Wellen, Flutwellen bis etwa 5 bis 10 Meter unter die Wasseroberfläche gefahren und bricht starke Strömungen bereits auf, bevor sie gefährlich große Wellen entstehen können. Das finde ich auch richtig geil, ne? Wellenbrecher gibt es ja schon lange. Ich weiß gar nicht, wann die ersten Wellenbrecher
erfunden worden sind, beziehungsweise gebaut worden sind. Aber die gibt es ja schon ewig, ne? Und es ist auch richtig geil hier in Minecraft umgesetzt. Eine Kette am Boden befestigt ist. Ach so, das ist ja auch. Guck mal hier. Das ist auf jeden Fall sehr interessant hier. Na, auch hier mit den Meta-Angaben. Da sich jemand anscheinend. Ja, ich weiß nicht, ob er die willkürlich gewählt hat oder ob er sich da wirklich Gedanken gemacht hat. Das ist natürlich nochmal die Frage, die man sich da nochmal im Anschluss stellen kann. Davon hat er tatsächlich einige gebaut. Und hier, was ich auch ganz geil finde, Leute, schaut euch das mal an, ne? Hier haben wir eine Fischfarm. Maßstab 1 zu 5, da frage ich mich. Maßstab 1 zu 5, also das heißt, das Ganze in Real Life 5-mal so groß. Gute Frage. Vorteil, Netz bis Boden, natürlicher Lebensraum des Fisches, check. Also finde ich auch von denen, wie er es beschrieben hat, finde ich das eigentlich echt toll gemacht so. Ja, und ich weiß ja, so Vorteile bei der Fischfarm ist quasi, dass man diese Überfischung, wie sie im Meer stattfindet. Wenn ihr nicht wisst, was so Überfischung ist, müsst ihr das einfach mal googeln. Und da werdet ihr, glaube ich, genau, da wird euch schlecht, also was da teilweise, auch wie riesig diese Netze sind, ne? Und es ist einfach so, dass sie dann quasi nicht zielgerichtet fischen, sondern wirklich, ja, ein riesiges, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie groß diese Netze sind, ne? Da gibt's dann, ich hatte mal so eine, ich war mal in so einem Museum, da war quasi so ein Schiff. Müsst ihr euch vorstellen, diese Fackel hier, das oberste, der oberste Pixel ist einfach so das Schiff und alles darunter ist so quasi das Netz, ne? Also ungefähr in der Größendimension war das. Und da wird quasi alles gefischt, was da so reinschwimmt, ne? Und da gibt's auch noch, also es gibt verschiedene Arten von Fischereien. Und da wird natürlich dann alles, was man dann nicht braucht, ne, auch wenn es dann schon tot ist, wird dann einfach wieder weggeschmissen. Und wo man sich dann auch fragt, okay, es wird nicht zielgerichtet gefischt, viele Fische sterben hierbei. Und es wird halt eben auch überfischt, ne, weil ihr wisst ja, es sind zwar viele Fische im Meer, so heißt es ja, there are plenty of fish in the sea, aber irgendwann ist das Ganze auch mal, genau, irgendwann sind die auch mal bedroht, so wie zum Beispiel der Thunfisch. Genau, natürlich fragen wir uns jetzt als nächstes, was könnte das hier sein? Sieht aus wie ein Fanggitter und wenn wir uns jetzt hier die Beschreibung, ohne Witz, vielen Dank mein Freund für diese Beschreibungen, angucken, dann handelt es sich hier auch tatsächlich um ein Plastikfanggitter. In Bodennähe und am Boden treibendes Plastik zu fangen. Ne? Löcher für die Fische, Bojen, um das Gitter aus dem Wasser zu ziehen und reinigen zu können. Zwei schwere Anker für Halt. Genau, Plastikverschmutzung ist auch ein sehr, sehr, ja, interessantes Thema. Also es gibt da teilweise, ihr müsst da mal, ich weiß gar nicht, wie heißt das denn? Ich weiß jetzt leider nicht mehr den Fachbegriff. Ich glaube, GPGP heißt das, glaube ich. Das sind so richtige Plastikteppiche, die sich im Meer bilden. Auch wenn ihr euch, wenn ihr das mal googelt bei Google Bilder, euch wird schlecht. Ne? Also das ist ja quasi teilweise, also das kann man sogar mit dem Satz aus dem Weltall, kann man das teilweise schon sehen, dass sich dort dann irgendwelche Plastikteppiche bilden. Und das ist einfach wirklich gruselig, ne? Genau, vielleicht werden sich auch einige fragen, aber Skalter, warum ist denn Plastik jetzt überhaupt ein Problem? Das kann man doch einfach abfischen, ja. Das Problem ist, dass halt sehr, sehr viele Tiere sich dann versehentlich von diesem Plastik ernähren. Denn stell euch mal vor, so ein kleiner Plastikdeckel, der sieht dann ähnlich aus wie ein kleiner Fisch. Schwimmt dann die Möwe oder der Albatros, der schwimmt dann dahin ins Meer, nimmt einen kräftigen Schluck. Naja, und nimmt dann so ein bisschen von dem Mikroplastik auf und dann verfüttert er es an seine Albatros-Küken. Und diese, ja, sterben dann, weil sie quasi satt sind und trotzdem verhungern, ne, indem sie quasi dann dieses Plastik nicht verdauen können, dadurch ihr Magen ständig voll ist, sie allerdings keine Nährstoffe zu sich nehmen und im Endeffekt sterben, weil sie quasi einen vollen Magen haben, das Plastik nicht verdauen können. Das ist halt auch das Problem, dass dieses Plastik halt auch irgendwann, dass es dann quasi durch Wellen, durch die, durch das Schürfen am Sand und Gestein und allem möglichen irgendwann so zerschürft, dass es quasi wirklich zu Mikroplastik wird und das akkumuliert sich dann auch irgendwann in Lebewesen. Das heißt, besonders Weichmacher, vielleicht habt ihr davon schon gehört, die man auch in PET-Flaschen findet zum Beispiel, die sammeln sich dann quasi an, über die Nahrungskette gelangt das dann irgendwann auch zum Konsumenten der, meinetwegen, 12. Ordnung, also irgendwann zum Menschen, ne? Also ihr müsst euch das vorstellen, man hat ja quasi einmal hier das Plankton, das wird dann vom Fisch gefressen, der Fisch wird von der Robbe gefressen, die Robbe wird vielleicht, ne, die steht eigentlich schon ziemlich hoch in der Nahrungskette, ne? Aber stell dir mal vor, dass dann diese Robbe dann sich jahrelang vom Fisch ernährt, der sich vom Plankton ernährt. Und die nehmen auch so ein bisschen Plastik auf. Und dann irgendwann hat man quasi im Robbenfleisch das ganze Plastik. Und naja, das ist nicht gut, weil es halt auch ähnlich wie ein Hormon wirkt und quasi dann auch Veränderungen auswirken kann. Ja, und leider birgt das halt auch das Risiko für diese Konsumenten, die quasi sich nur limnisch ernähren, also nur von Dingen aus dem Meer, wie zum Beispiel die Inuit, die vorzugsweise Fisch und manchmal auch Robben essen, die dann quasi dadurch auch Plastik mit über diese Nahrung in sich aufnehmen und dann quasi dadurch dann auch krank werden. Also es ist wirklich nachgewiesen, dass einige Inuit-Frauen durch die Aufnahme von
Mikroplastik über Fisch, Robben etc. Unfruchtbar werden. Und ich meine, das ist natürlich auch etwas, wo, ja, die gar nicht dran schuld sind. Das heißt, wir quasi sind eigentlich daran schuld. Wir Menschen sind daran schuld, dass dann quasi am Ende andere Menschen davon Schaden tragen. Das finde ich einfach so traurig. Ja, das ist halt auch etwas, was man nicht verändern kann, jedenfalls nicht so leicht, weil einfach dieses, ja, wirtschaftliche Denken auch anders ist. Man geht quasi auf Profit aus, man möchte maximalen Profit machen und ja, Umweltfaktoren sind da eigentlich den meisten Konzernen relativ egal mittlerweile, bisweilen. Wie sich das in der Zukunft ändern wird, das ist halt die Frage. Deswegen ist es wichtig, junge Leute für so ein Thema zu begeistern. Denn ich denke, auch unsere Nachfahren in 100 Jahren sollen noch in einer intakten Umwelt leben. Und ich meine, nur weil es uns jetzt in Deutschland gut geht und wir einigermaßen verschont sind von den Folgen, sollten wir dennoch die Verantwortung sehen, auch für diejenigen, die davon betroffen sind, zu handeln. Ne? Es muss auf jeden Fall ein Umdenken stattfinden. Okay, das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Ist auch nicht so mein Spezialgebiet im Sinne von nicht auf meinem Kanal. Also ich bin wirklich sehr interessiert, was das Thema anbelangt. Deswegen wollte ich es auch gerne machen. Ne, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ich mal generell Videos über sowas machen soll. Über Themen, die mich selber beschäftigen, über die ich sehr lange nachdenke. Auch wie kann man sowas verändern, ne? Weil das sind einfach Dinge, die machen mich traurig, wenn ich sowas in den Nachrichten lese oder mich selber informiere. Und dann auf solche Begriffe stoße wie GPGP. Eben diese Plastikteppiche im Meer. Oder Mikroplastik. Akkumulation davon und welche Auswirkungen das hat. Und dann auch die Konzerne, was die alles anstellen. Und man kann quasi als einzelnes Individuum wenig machen. Aber genau aus diesem Grund möchte ich halt auch dieses Wissenschaftsjahr 2017 unterstützen, da man eben gemeinsam, ne, wenn man viele junge Leute aktiviert, auch etwas erreichen kann. Nämlich ein Umdenken in der Gesellschaft. Und vielleicht können wir damit quasi auch unsere Welt retten. Ja, scharf, dir geht's wahrscheinlich auch gut. Aber gut, dann kommen wir auch schon zum nächsten Grundstück. Ihr könnt auch schon hier sehen, hier hat sich jemand sehr, sehr viel Mühe gegeben. Also eigentlich die meisten hier, die ich hier gesehen habe, haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ich habe hier schon richtig coole Sachen gesehen. Und ich glaube, das Erste, was uns so ins Auge fällt, sind natürlich hier die Windkraftanlagen. Ne? Die natürlich auch in der Kritik stehen, da sie halt eben auch ein paar Nachteile für die Umwelt in sich bergen. Aber andererseits natürlich auch viele Vorteile, denn Windenergie ist halt regenerativ. Ne, also es handelt sich hier um erneuerbare Energien. Nur natürlich ist halt die Frage, was passiert, wenn der Wind mal nicht weht, ne? Dann ist halt auch mal so ein kleines Problem. Deswegen gibt es auch viele Kritiker, die dann sagen, ja, man könnte auch auf Atomkraft umsteigen, das kann man immer machen. Aber ihr wisst ja, was dann passiert, wenn es mal schief geht, ne? Wie in Tschernobyl oder auch in Fukushima. Aber okay. Windkraftanlage ist schon mal eine gute Idee, wie man quasi auch das Meer nutzen kann. Es gibt ja auch im Norden Deutschlands, also im Meer, gibt es tatsächlich auch Windkraftanlagen. Nur die Wartung stelle ich mir relativ schwer vor. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war schon mal auf einer Windkraftanlage. Ja, Leute. Ne, ich war schon mal auf einer echten Windkraftanlage. Es war richtig cool. Allerdings war ich noch nicht auf einer Windkraftanlage im Meer. Und ich stelle mir das... Also es gibt da, wie es Windparks in Deutschland gibt, gibt es, glaube ich, auch Wind... Ich sag schon in Deutschland. Wie es Windparks auf dem Lande gibt, gibt es auch Windparks im Meer. Deswegen würde ich mal vermuten... Das ist, ja, da sie alle relativ zentral sind, auch gar nicht so schwer mit der Wartung ist, aber ich kann es mir halt noch nicht so wirklich vorstellen. Also ich denke mal, es ist deutlich schwieriger als auf dem Land, ne? Und stell dir mal vor, da kommt irgendwie eine Flut. Okay, haben wir nicht. Wir haben in Deutschland keine Flutwellen. Das Thema ist, glaube ich, erledigt. Aber gut, Leute, das nächste, was uns auch auffällt, ist, glaube ich, hier dieser Stausee. Ich weiß auch nicht, ob das hier quasi ein Meer sein soll. Ja, es könnte auch sein, dass es hier quasi ein Meer ist, aber kann natürlich auch sein, dass es hier an einem See liegt. Stauseen sind ja auch allen bekannt zur Erzeugung von Elektrizität. Ja, sind da wirklich, beziehungsweise zur Speicherung von Elektrizität. Ist natürlich auch ein sehr gängiges Mittel, was oft angewandt wird. Kann natürlich auch teilweise zu großen Nachteilen führen. Also es gibt da viele Negativbeispiele in der Geschichte, wo das Ganze falsch eingesetzt worden ist. Ne? Ein Beispiel da aus Afrika fällt mir da spontan ein. Ich habe leider vergessen, wo das war. Aber es hat man damals hat man da auch einen Staudamm gebaut, um quasi, ich muss gerade überlegen, das hat etwas mit der Baumwollindustrie zu tun. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Aber kommen wir erstmal hier zu diesem Gebiet. Also sieht schon hier, derjenige, der das gebaut hat, hat sich auch sehr viel Mühe gegeben. Ist auch natürlich noch lange nicht fertig, wie wir hier an diesem Truck erkennen können. Hat aber hier natürlich auch einiges gebaut. Eine Straße, ein Heli, der in der Luft fliegt. Und natürlich frage ich mich auch, was er genau mit dem Rest hier bezwecken möchte. Also ich vermute mal, da alles hier, was wir hier sehen, wahrscheinlich mit Solarenergie
versorgt wird, die wir ja hier haben, ne, durch die, weiß gar nicht, wie heißen die eigentlich in, genau, Daylight Sensors, durch die können wir quasi hier, genau, Photovoltaikanlagen koppeln das Sonnenlicht, nehmen die Energie darüber auf und wandeln das Ganze in Strom um. Genau, und da ist auch schon der Clemens, der schreibt, als ob Ascalda jetzt hier online ist, ne? Hi. So. Hi Clemens, der hat nämlich auch mal ein Video geguckt, da habe ich nämlich auch einen Kommentar gelesen. Der ist nämlich auch hier fleißig am Bauen. Können wir uns auch gleich mal gucken, angucken, was der Clemens denn hier gemacht hat. So, Clemens. So, mal gucken, was der Clemens hier gebaut hat. Und ihr könnt auch schon sehen, wow. Das ist auch cool, ne? Also sieht auf jeden Fall auch sehr interessant aus, auch mit der Struktur, die wir hier haben. Ich meine, das spiegelt hier auch so ein bisschen den Meeresboden wieder mit ein paar, ja, Korallen, aber an sich, auch was das hier sein soll, ich glaube, das ist auch wieder so eine Art Unterwasserbasis. Also ihr wisst ja, dass wir auch da in Hello Neighbor etwas gebaut haben. Ja, so eine alte U-Boot-Station und sowas ähnliches, glaube ich, hat er hier auch gebaut. Man kann hier quasi runterspringen und ist dann quasi unter Wasser. Und das finde ich natürlich auch sehr cool, sehr futuristisch. Ihr seht schon, der Server füllt sich ja langsam. Finde ich super. Aber finde ich echt cool. Ne, wie gesagt, ihr könnt auch auf meinem City-Build natürlich etwas bauen. Aber wenn ihr viel Platz braucht, dann kann man das natürlich auch hier machen. Wobei es hier noch nicht möglich ist, das mit Freunden... Ich glaube, es ist nicht möglich, hier jemanden einzuladen auf seinen Plot. Ich weiß es nicht. P. Invite. Könnte natürlich sein, dass es möglich ist. Aber ich bin mir nicht sicher. Also wenn es hier nicht möglich ist und ihr mit Freunden gemeinsam etwas bauen wollt, würde ich euch dann doch eher, genau, einen anderen Server empfehlen. Aber an sich, wenn ihr alleine hier an einem Projekt arbeiten möchtet, dann ist das, eignet sich das hier echt gut. Ah, okay. Genau, er schreibt auch schon, dass er hier Bilder ist. Ja, ich finde, das ist echt nicht schlecht, ne? Also da hat er schon ordentlich was gebaut hier. Ah, gut, gucken wir mal weiter. Das hat natürlich jetzt hier gar nichts mit dem Meer zu tun. Wie kann man das Meer nutzen? Man kann ein Pool bauen. Ja. Irgendwie nicht so produktiv hier. Wobei, okay, hier haben wir so Solarenergie. Das ist natürlich auch wieder ganz gut gedacht. Allerdings hat es natürlich nicht wirklich viel mit dem Meer zu tun. Ne? Das Thema ist ja, dreht sich ja eigentlich eher um das Meer. Von daher natürlich... Da fehlt noch etwas. Aber gut, Leute, obwohl, das ist ja noch nicht alles, das ist ja nur eine Wohnsiedlung, ne? Ich vermute mal, der möchte nachher später quasi auch eine gesamte angrenzende Wohnsiedlung hier noch bauen und hat sogar noch, guck mal, das hier ist noch viel mehr gebaut, ne? Guckt euch das hier zum Beispiel mal an. Eine Unterwasserkuppel. Der hat hier so eine eigene Biosphäre mitten im Meer gebaut. Das finde ich auch sehr interessant. Nicht hier so mit Lava und ein bisschen was, also, was hier teilweise für kreative Köpfe sind, ne? Oh, und hier wie bei SpongeBob so eine, genau, so eine kleine, direkt unter dem Wasser so ein kleiner Garten. So stelle ich mir das gerade vor, so eine so eine Kuppel aus Glas, ne? Wobei, ich glaube, es ist auch natürlich sehr kompliziert. Also an sich, die Idee ist natürlich sehr witzig, aber ich glaube, die Umsetzung ist schwierig, ne? So eine Kuppel aus Glas, da muss ja auch dann quasi, ja, die Atmosphäre, wie sie jetzt, ja, beziehungsweise über der Erde ist, ist ja schon über der Erde, Leute, wie sie auf der Erde ist, die müsste ja quasi dann auch unten simuliert werden. Es gab da ja mal ein Projekt, das hieß Biosphäre. Ne, wie hieß sie denn? Ich glaube, es hieß wirklich... ich glaube, es hieß Biosphäre 2. Wo man quasi auch versucht hat, da man ja irgendwann auch auf dem Mars expandieren möchte, dass man quasi wirklich eine, ja, abgeschottete Kuppel, ich glaube, war das dann irgendwo in den USA, gebaut hat und dort quasi alle Anteile von Atom in der Atmosphäre wiedergespiegelt hat. Man hatte dort dann bestimmte Pflanzen, man hatte natürlich auch Trinkwasser und alles mögliche. Und da waren dann, glaube ich, 6 Leute, die das dann irgendwann, ich glaube, nach einem Jahr, haben die das, glaube ich, dann aufgegeben, weil dann irgendwie der Sauerstoff dann auf einmal gesunken ist, ich weiß, was ist denn da genau passiert. Also ich weiß es nicht mal ganz genau, aber wen das Thema interessiert, der kann es auch nochmal nachschlagen. Es gibt ja wirklich so viele Beispiele, Leute, ihr glaubt es nicht, ne? Also so viele Beispiele an Innovationen. Ja, die sind natürlich, ja, vielleicht auch so entstanden, durch Minecraft, ne? Stell dir mal vor, jetzt baut ihr ja noch in Minecraft und irgendwann sitzt ihr dann in einem echten Labor und plant hier eure Projekte, ne? Daraus kann natürlich auch was Interessantes entstehen hier. Ich find's einfach genial, ne? Deswegen, oh Leute, also es ist nur mal ein kleiner Ausschnitt aus den Gebäuden, die es hier gibt, ne? Also es war jetzt mal, ja, es war wirklich ein kleiner Ausschnitt. Also es gibt ja noch viel mehr und ich möchte euch natürlich auch dann noch in den nächsten Wochen, wenn ihr ein bisschen mehr gebaut ist, nochmal zeigen, was es hier so alles gibt. Aber an sich war es dann auch schon von dem Video, weil jetzt auch, hat er auch noch so einen kleinen aktivierenden Hintergrund. Genau, ich habe noch mal ein paar Sachen zur Umwelt gesagt, zum Meer, ein paar Sachen, die mich in letzter Zeit auch öfters beschäftigen.
Genau, wenn ihr es an sich interessant fandet und ihr dieses Thema auch für wichtig befindet, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und gebt einen Daumen nach oben. Genau, auch wenn ihr das Thema interessant findet und vielleicht selber schon hier was gebaut hat, dann schreibt es in die Kommentare und erzählt mir auch, wenn ihr hier selber was baut. Dann würde ich auf jeden Fall auch vorbeigucken und mir eure, ja, Gebäude mal genauer betrachten. Aber gut, an sich war es dann auch schon von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wie gesagt, es war mal ein anderes Video. Ich hoffe, sie... Guck mal, Leute, ich wiederhole mich hier tausendmal, ne? Sag tausendmal dasselbe. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass es gerade sehr spät ist, aber okay. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Macht's gut und dann bis zum nächsten Mal.